Hey, warte, warte, warte. Hier ist Cox übrigens. Er war hier in der Höhle. Hätte ich auch selbst drauf kommen können, dass das unter der... Egal, ich hab den jetzt gefunden. So. So gut bin ich auch... Ups. Hier, mit diesem Prisma wirst du die Schatten schneller kommen sehen. Ha, das macht es uns ja fast zu leicht. Aber ernsthaft, jetzt weißt du, wie wichtig die Arbeit der Magier hier ist. Ja, chill. Wäre mein Vorgänger in den Genuss dieses Artefakts gekommen, wäre er noch am Leben. Aber da die Minen jetzt wieder regelmäßig Kristalle abwerfen, sollst du auch deinen Anteil bekommen. Dankeschön. Dann teleportieren wir uns auch gleich wieder zurück. So, also auf dem Plan steht Folgendes. Wir werden jetzt erstmal diese Quest abgeben. Werden dann hier mit diesem... Wie heißt der nochmal gleich? Ich vergesse den Namen immer. Ich werde euch den gleich zeigen. Und dann müssen wir die Truhe noch suchen. Warte, ist das der? Ja, Stanley. Zeigen. Dessen Truhe. Aber ich habe keinen Einfluss darauf irgendwie. Das ist ganz komisch. Na gut. Dann reden wir erstmal mit dem hier. Ich habe alle Prismen verteilt. Sehr gut. Ich hoffe, es gab keine Probleme. Nein. Nicht der Rede wert. Gut. Da du dich bewährt hast, sollst du nun deinen eigenen Prismastein bekommen. Dankeschön, mein Freund. Ich denke, du wirst ihn gebrauchen können. Danke. Liegt der Schatten. Wo kann ich sonst noch Prismen bekommen? Bruder Nergal hat vor Tagen ein Prisma von mir übereignet bekommen. Ja, das habe ich aber schon. Aber bringt er es mir zurück? Nein! Würde mich nicht wundern, wenn das gute Stück in einen seiner Kessel fällt. Ich denke, in deinen Händen wäre es sicherer aufgehoben. Dankeschön. Du kannst beruhigt sein. Ich habe ihm das Teil abschwatzen können. Tatsächlich? Fürwahr. Bei dem alten Zausel ist das schon eine Leistung. Dankeschön. Oh ja. Kannst mal... Nö. Ich... Gern. Mal sehen. Kristallmagie plus 10. Alchemie plus 10. Einschüchtern und Silberzunge, das könnte mir vielleicht helfen. Das sind alles Sachen, die mir helfen könnten, wenn ich sie anlege halt. Mhm. Plus 15 Taschendiebstahl. Ich hole mir mal die funkelnde Kette, glaube ich. Ob ich das ausrüsten kann. So, ja, ist okay. Kannst du... Nein. So. Ausrüsten. So. Genau, ist ja völlig dumm. So. Ja, auch so, das ist besser. Das ist so in Ordnung. Gut. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen, warte mal. Hier. Guck mal, 45 Taschendiebstahl habe ich jetzt. 30 von denen. Okay, das ist, kann ich schon ein bisschen was mitmachen. Einfluss finde ich ist sowieso gar nicht so schlecht. Das könnte ich auch nebenbei noch trainieren. Weil das hat ja nichts so wirklich mit... Das ist ja so einzeln. Hier, das brauche ich nicht, weil Schlösser knacken, das kann ich auch anders machen, aber Einfluss ist so eine Sache. Ich glaube, ich nehme mal noch mal ein paar mit. So. Sehr schön. Schöne Sachen hast du hier. Das kann ich nicht. Dann, des Weiteren, kann ich noch... Hier... Von diesem alten Penner, der kann wohl... Ich weiß nicht, ob er die Rezepte... Ich habe mich noch nicht so richtig informiert. Wo wächst...
Sieh dich in der Mitte der Ach, Insel ja, das um. Will er ja auch noch haben. Dort wird ein Fluss von einem Wasserfall gespeist. Ach, Scheiße. Und dort sollst du auch fündig werden. Ja. Lass die Natur dein Wegweiser sein. Ja. Alchemie lernen, hier genau. Genau. Bring mir etwas. So, was haben wir denn noch hier? Verbessert die Wirkung von Tränken sogar noch mehr. Die Wirkungsdauer von Tränken steigert sich. Es geht mir eigentlich nur um diese permanenten Tränke. Das ist egal. Das lerne ich auch einfach mal. Bring mir bei. Für die Mische die Z- nicht an. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Ich glaube, das andere Alchemie steigern ist dumm. So. Und dann, glaube ich, hat er nämlich so ein Rezept. Ich bin mir nicht sicher. Rezept für Geistpastete, genau. Das habe ich. Genau. Das ist es. Gut. Damit kann ich, glaube ich, dann Tränke herstellen, die meinen Geist, meinen Geist-Attribut-Dings permanent erhöht. Jetzt muss ich nur gucken, wo man das herstellen kann. Geht das hier in diesem Das Ding? Kann ich nicht. Ach nee, der Alchemietisch ist ja da oben, ne? Ich erinnere mich. Was haben wir hier? Ach! Hier ist sie. Wow. Zack, hier ist Aurikulki. Lol. Es geht voran. Band 4 habe ich jetzt auch. Übelst. Ja, wie viel Löffel der noch? Hallo. Gut. Hier ist der Alchemietisch irgendwo. Ich bin kein Goldschmied. Ja, Junge, du sollst es auch lesen. So. Habe ich aber schon, ne? Genau. Hocker, Alchemie. Genau, hier. Trank der Magie, Trank des Willens und Blutkappe. Ist jetzt halt die Frage. Blutkappe ist halt was, das muss ich halt finden. Und Trank des Willens und der Magie, das kann ich vielleicht nochmal anders brauen. Aber gut, da gucken wir uns dann später um. Ich kann es wenigstens schon mal machen, das ist gut. Nee. Wie wurde dein Schatz? Diese Frage ist in der... Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas wie unseren Reaktor... Nee, vielleicht findet man die Antwort. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten... ja, ist gut. Wozu braucht ihr die ganze... Ja. In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen... Verlieren wir das Wissen? Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren... Ja. Okay, du bist Opfer. So, jetzt reden wir noch mit ihm hier, weil... Ach so, das ist das wieder. Da. Zeige mir, wie ich einen Feuerregen beschwören kann. Sei vorsichtig. Hammer. Hammer. Wo ist? Jetzt kann ich das nämlich, glaube ich, ausrüsten? Nicht hier anscheinend. Da auch nicht. Ich finde es schade, dass man das nicht. Ich leg das mal da drauf. Ich glaube, ich brauche kein Proviant mehr. Dass man das nicht auf R1 packen kann, also auf die linke Hand hier. Bisschen schade. Na gut. Oh. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die Astralschichten irgendwie... Weil ich mach das mal vor. Ich habe die jetzt die ganze Zeit aktiv, ne? Oder unnütze Truhe. Und das zieht mir ein Leben ab.
Weiter gleich. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. Ja. Gut, haben wir das auch. Ich glaube, jetzt habe ich soweit den Grundbaustein gelegt. Ach ja, genau. Da, hier. Guckt mal auf die Energie. Ich laufe damit jetzt rum. Und das wird... Also ich verliere Energie. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich bin damit nämlich... Ich habe damit ja Cox gesucht. Und ziemlich lange bin ich damit rumgelaufen und ich hatte plötzlich ganz wenig Energie. Aber ich hatte das auch wirklich lange aktiv. Egal, zeige ich draußen irgendwann mal. Wo ist denn jetzt der? Der mir magische Kristalle geben wollte. Was? Gut. Ich würde sagen, dann machen wir diese Folge noch was Sinnvolles. Und zwar erkunden wir jetzt ein bisschen mal die Gegend, was wir schon seit sehr langer Zeit machen wollten. Wir gehen. Hier runter, hier so. Und dann erkunden wir einfach. Einfach drauf los. Auf los geht's los. Ich habe ja jetzt auch alles, was ich brauche eigentlich. Kann Schlösser öffnen, kann Sachen von weiten Dingern holen. Weit entfernte Sachen so. So, jetzt kann ich das mal ein bisschen aktiv halten. Hier liegt ein totes Vieh. Oh! Das ist ja gar nicht tot! Ja, ist nicht übertrieben, es ist eine normale Attacke, ist auch machbar, kann man mal machen ab und zu, lol, Krokodil. Das hätte ich so nicht gesehen. Okay, aber diesmal, Freundchen, nicht mit mir. Sehr schön. Easy money. So, die Schicht. Nach Taraniskraut, genau. Die Viecher gibt es wirklich überall. Oh, was ist das denn? In der Astralschicht kann ich... Doch, kann ich. Ich habe die nur so lange aktiv, um zu gucken, ob ich wirklich Energie verliere. Beziehungsweise, um das mal zu zeigen, weil... Pass auf! Oh. Egal, ich scheiß da jetzt drauf. Oh Gott. Oh, Ben. So mächtig. Ich bin so mächtig. Übertrieben. Geil.
Komm her, du. Na, die Hütte hätte ich auch verlassen. Ja, du Kleine. Ach, Junge. Pack das weg. Was haben wir denn hier drinnen? Voodoo-Puppen, Löffel, Gabel. Hm. Das ist ja alles nur was zu essen. Lino. Ein weiteres Opfer der Schatten. Ach, das ist der Fischer? Der meinte ja, der war Fischer. Na gut. Ich brauche einen Dietrich. Ja, das ist einfach nur Waffen. Ich greif an! Du greifst an? Okay, mach mal. Hier haben wir noch was. Ey, ich hab den Pokal vergessen! Da ist noch ein Pokal! Und Taraneskraut haben wir auch. Ach, der kämpft gegen den Alligator. Mehr von sich. Easy. Taraneskraut haben wir jetzt auch. Ja, wir laufen einfach mal weiter in die Richtung. Dann können wir vielleicht auch gleich mal dieses Ding hier aktivieren. Wen haben wir denn hier? Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Hier ist es nicht sicher. Ich bin gerne dort, wo es nicht sicher ist. Die Einstellung gefällt mir, Mann. Echte Entspannung kommt doch erst nach einer aufregenden Jagd auf. Ja, richtig, das mein Freund. Das sehe ich genauso. Ja. Was machst du denn hier draußen? Ich bin Jäger. Das heißt, ich war Jäger. Ich habe meine gesamte Beute verloren. Was ist passiert? Ja. Was ist passiert? Ein paar Kobolde haben mich in der Nacht überrascht. Du hast dich von Kobolden überrascht? Mir gerade die Kehle aufschlitzen. Junge, Gott sei Junge. Dank schlafe ich immer mit meinen Waffen unterm Kopfkissen. Konnte gerade noch meine Haut retten. Ich würde zurückgehen, aber es sind zu viele. Alleine will ich sie nicht angreifen. Ich helfe dir. Ich helfe dir, die Kobolde zu vertreiben. Hab gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe nichts hier, um dich zu belohnen. Aber ich habe in meinem Lager eine Kiste mit Vorräten. Du kannst dich bedienen, wenn wir da sind. Alles klar. Ich habe mich sowieso schon darauf eingestellt, dass alles verloren wäre. Geil. Also dann. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bring dich hin. Komm, lass krachen. Ich bin... Nice, was man nicht so alles entdeckt. Haltet durch! Ich komme! Du! Wow, 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 wow. Wasserleiche. Das am Blitz sehr effektiv gegen. So. Ein Teleporter. Können wir weiter? Aktivieren wir mal. Geht doch. Sehr praktisch, diese Teleporter. Ich hoffe, ich habe auch mal genug Teleportstangen. Lass uns weitergehen. Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich bin doch da, mein Freund. Können wir weiter? Ja. Es ist so broken. Guck mal, wie schnell der unten rechts der Cooldown der Heilung. Ich greife an! Bam! So macht man das! Ja, hier, spring! Spring, Kobold! Spring! Spring! Entschuldigung. Tut mir leid. Lass uns weitergehen. Ja, warte doch.
Schrotpistole. Scheiße, die Kobolde haben ja ganze Arbeit geleistet. Verdammte Scheißviecher. Ich hasse Kobolde. Das sind mir Gnome um Welten lieber. Mir auch. Denen kann man die Sachen wieder abnehmen, ohne sie zu töten. Gute... Ja, warte. Ach so. Die Viecher gibt es wirklich überall. Ja, mach mal. Ich loote in der Zeit. Das Vieh gibt keinen Mucks mehr von sich. Sehr schön. War's das jetzt eigentlich so? Die Kobolde sind Geschichte. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass sie meine Truhe aufbekommen haben. Das Schloss wurde von einem wahren Meister gemacht. Hier hast du den Schlüssel. Nimm dir einfach, was du haben willst. Danke nochmal, hast mir echt geholfen, Mann. Ich werde mich dann erstmal an mein Feuer setzen und mir überlegen, wie es weitergeht. Okay. Was ist das für eine Kacke? Junge Mann. Gut, wir haben dem geholfen. Dann geht's weiter. Wir gehen weiter Richtung Süden, genau. Ich habe hier doch einen Drachenslepper gesehen. Wo ist der Drachen? Da, da. Ich lass dich nicht allein. Das ist so broke, der kann sich nicht bewegen. Weil er von dem Feuer immer wieder zurückgesteuert wird. Also der kriegt mal so ein... Oh, hier. Hallo. Oh, scheiße. Oh. Nein, das wollte ich so nicht. Ja, gut. Ich habe vier einfach platt gemacht. Vier Leute hier, vier Gegner. Alter, wie broken. Was ist denn das da? Spring. Die Viecher gibt es wirklich überall. Okay. Wir clearen erstmal die Gegner. Für einen Kampf. Die looten immer nie was. So, jetzt kommt der da hinten noch dran. Ich lass dich nicht allein. Oh. Was für ein Kampf. So, mein Freund. Da vorne. Ja. Ja, er macht nichts. Okay. Hatte der irgendwas dabei? Na gut, nehmen wir mit. Alles klar, gut, dann aktivieren wir den mal. Das Ding passt perfekt. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das auch schon. Muss mal gucken. Die Insel hatten wir ja erkundet. Hier haben wir auch soweit alles erkundet. Da oben natürlich noch nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter. Dann komme ich ziemlich nah an das Schattenreich. Ich wette, das Schattenreich ist noch nicht so ganz ohne. Aber gut, schauen wir mal. Die Viecher gibt es wirklich überall. Ja. Nice. Nice. Schafe. Ne, was brauchte ich nochmal?
Ich schon vergessen. Irgend so ein Kraut. Die Viecher gibt es wirklich überall. Nein! Nein! Der kann einfach nichts machen. Gegen meine Übermacht. Ich lass dich allein. Wow, 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 wow. Alter, was geht denn hier ab? Das Vieh gibt keinen Nutzen mehr von sich. Warte, das machen wir mal auf hier die... Hier war ich noch nie. Ich habe immer einen großen Bogen um diesen Sumpf gemacht. Ich mag keine nassen Füße. Macht der überhaupt das? Wow, jetzt wird's drastisch. Ich hab keinen Proviant. Easy going. Er hat den alleine umgelegt. So. Die machen gar nichts, ey. Das nenne ich erweitertes Kiten. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich kann die ganze Insel jetzt aufräumen, weil ich einfach so OP bin. Und bam. Was? Okay. Ja, wir laufen einfach mal weiter hier durch. Wird schon nichts passieren. Guck mal, wen haben wir denn hier? Wer ist denn das? Töten wir erstmal alles. Hey, hey! Respekt, wer es selber macht. Menschen, Menschen, überall Menschen. Aber du nicht, ich du nicht. Warum nicht? Ich sehe nichts. Bei dir fehlt etwas, du bist wie wir. Was warum ist denn bist du wie ich? Es gibt kein Ich mehr. Ach du Scheiße. Das Ich ist weg. Wir sind es. Es ist nie mehr alleine. Ach du Scheiße. Es spricht. Es ist nicht vollständig. Es tut uns leid. Wir müssen, warum können wir dich nicht? Müssen uns rächen, möchte töten, Menschen töten. Was? Die Schatten, sie kriechen ihm durch die Knochen. Es kann sie fühlen, es will uns aufhalten. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht töten sollte. Nein, 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 du kannst es nicht töten. Es hat mich bereits getötet. Wir sollten dich töten. Oh mein Gott. Ich hab noch etwas zu erledigen. Muss normal denken. Wir brauchen Hilfe. Wobei brauchst du Hilfe? Ich habe irgendwie. Es lässt mich bedenken. Nicht denken. Es ruft, es schreit. Wir sind erst kurz so. Es war hier, um jemanden zu suchen. Vielleicht erinnert es sich, wenn es dorthin geht, wo alles angefangen hat. Es war im Schattenreich. Dort habe ich ihn getroffen. Nimm mich mit dir. Wir werden nicht alleine dorthin zurückgehen. Oh Gott, es gibt eine das? Kiste, die es versteckt hat. In dieser Kiste sind Erinnerungen. Wir brauchen sie. Nimm es. Sachs Truhenschlüssel erhalten. Wo ist die Kiste? Das Schwarze Land hat sie tief in ihren Krallen. Ach, der will jetzt in das tiefe Land. Am hinteren Ende, am Rand der Berge, auf einer Anhöhe hinter demjenigen, der uns das angetan hat. Ach du Kacke. Wieso kannst du noch sprechen? Wir wissen es nicht. Eigentlich sollte... Es ist so geworden, konnte sich nicht wehren. Es ergreift Besitz, ihm fehlt etwas. Es wurde ihm weggenommen und durch uns ersetzt.
ein Teil seiner selbst wurde zerstört. Aber noch wehren wir uns. Wir wehren uns. Ja. Es ist ja wirklich ein sehr netter Boy, ne? Aber, tschüss. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach ja, ich muss danach. Ja. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Der kommt mir jetzt nicht hinterher, oder? Das tat weh. Na gut, dann nehme ich ihn halt mit. Ist Warte. Okay. Ich muss ja ins Schattenreich jetzt, ne? Ist das das Schattenreich? Ja. Das ist der Eingang. Gut, das wird lustig. Der Part ist auch schon wieder fast zu Ende. Oh mein Gott, was ist denn das? Die Scheißviecher lernen es nicht. Ist ja, ist eine recht lustige Gegend hier, also muss ich schon sagen. Schon nicht schlecht. Scheiße, ich erlern's nicht. Und der Hund. Das Vieh gibt keinen Mucks mehr von sich. Die Viecher gibt es wirklich überall. Was ist das denn für eine Gegend, ey? Und das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich hier irgendwas sehe. Ist das ein Quarz? Warte mal. Der Schattendämon, komm her, du Mistvieh! Tatsächlich. Was? Ich hab. Machen wir das. Der Kampf ist entschieden. Gut, dann kann ich jetzt so Schattenquarze. Ah, die Schattenquarze brauche ich sogar von hier, ne? Ja, ist ja easy dann. Wie viele brauchte ich von denen? Geh doch weg, Mann! Die Pestbeule hat's erwischt. Ist übrigens wieder zu Ende der Part. Aber es wird richtig lustig, den nächsten Part. Das spüre ich jetzt schon. Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schwarze Grütze. Dankeschön. Tschüss. Würde mir in den Rücken fallen. Dieses schwarze Reich, was verbirgt sich darin? Warum bin ich noch kein Gott? Dies und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Risen 3.